Es war einmal vor langer, langer Zeit. Die Elfe Cameo lebte mit ihrer Familie froh und glücklich im verzauberten Königreich. Alles war eitel Sonnenschein. Doch dann entführte der böse Trollkönig, den Cameos Vater aus dem Königreich verbannt hatte, die Familie der kleinen Elfe. Um ihre Angehörigen zu retten und den Trollkönig davon abzuhalten, die Macht an sich zu reißen, macht sich Cameo auf die Suche nach den Kriegerseelen, ohne die sie im Kampf gegen das Böse keine Chance hätte. Und natürlich findet sie die Seelen nicht in der idyllischen Heimat, sondern in der Außenwelt. Und da tobt ein gewaltiger Krieg. Die Kriegerseelen sind in gefährlichen Labyrinthen versteckt. Um von Ort zu Ort zu reisen, schwingt sich Cameo auf den Rücken eines Pferdes und reitet über die vom Krieg mit den Trollen verwüstete Einöde. Achtet mal auf Details wie das schwebende Elfenkönigreich und die Drachen am Himmel. Sehr beeindruckend sind auch die Horden von Gegnern, die sich ohne Ruckler gleichzeitig auf dem Bildschirm tummeln. Einige der Seelen, hinter denen Cameo her ist, wurden von Schattentrollen verschlungen. In einer Schattenweltarena müsst ihr gegen diese Wesen antreten. Um die Trolle zu verletzen, braucht ihr Lichtenergie. Die bekommt ihr, indem ihr Geister plättet und euch deren Energie zunutze macht. Habt ihr ein Lichtwesen übernommen, verändert sich die Darstellung des Geschehens. Nun müsst ihr nur noch den Schattentroll finden und ihn beschießen. Nach 3 Treffern streicht das Biest die Segel und überlässt euch die verschlungene Seele. Eine andere Möglichkeit, an Kriegerseelen zu kommen, sind die Labyrinthe, in denen mächtige Endgegner hausen. Jeder dieser Bosse gibt nach seiner Niederlage eine weitere Seele frei. Auf dem Weg durch die Labyrinthe müsst ihr von den Kriegern reichlich Gebrauch machen. Auf Knopfdruck verwandelt sich Cameo in einen der bereits eingesammelten Krieger. Über die L- und R-Trigger könnt ihr die speziellen Fähigkeiten dieser Wesen einsetzen. Im Prinzip handelt es sich bei der Verwandlungsidee um eine Weiterentwicklung des Legend of Zelda-Grundgedankens. Dort bekommt ihr als Link in jedem Labyrinth neue Ausrüstungsgegenstände, die ihr gezielt einsetzen müsst, um voranzukommen. Bei Cameo gibt's statt der Waffen und Werkzeuge Seelen. Das Spielprinzip bleibt aber gleich. Hier muss sich Cameo zum Beispiel in Tumbleweed verwandeln, um unter den stacheligen Panzer zu kommen und eine Barrikade zu durchbrechen. Die Gegner sind aber nicht dumm und benutzen die gleiche Taktik, um die mutige Elfe aufzumischen. Man kann nun entweder warten, bis die Panzer zur Ruhe kommen und sie herunterboxen, oder aber die Gegner in Brand setzen, sodass sie freiwillig hervorkommen. Jetzt noch ein paar Hiebe und die Gefahr ist gebannt. Was uns bei Cameo neben der tollen Grafik, die auch auf einem normalen, nicht HD-fähigen Fernseher hervorragend zur Geltung kommt, am meisten gefallen hat, ist der Abwechslungsreichtum. Hier sind wir beispielsweise als Wasserkrieger gerade dabei, ein U-Boot zu versenken. Achtet mal auf die coolen Luftbläschen.
Solche netten Details findet ihr in der Spielwelt von Cameo sozusagen an jeder Ecke. Wo wir gerade bei Details sind, passt mal auf, was passiert, wenn unser Eisgorilla einen Gegner in die Luft schleudert. Feinde, die ihr auf eurem stachligen Rücken aufgespießt habt, könnt ihr als Wurfgeschoss oder sogar als Keule einsetzen. Bevor wir zum Ende kommen, schauen wir uns das Kampfsystem nochmal genauer an. Oben in der Mitte des Bildschirms seht ihr zwei Balken, die sich mit jedem gelandeten Treffer ein Stückchen aufladen. Schafft ihr es, sie ganz zu füllen, schaltet das Spiel in eine Zeitlupe um, in der ihr eure Gegner nach Strich und Faden verprügeln könnt. Das Ganze erinnert etwas an die Bullet Time aus Matrix und ist vor allem für die Punktejagd sehr wichtig. Über Xbox Live könnt ihr nämlich eure Highscores ins Netz stellen und mit anderen Cameo-Spielern wetteifern. Cameo hat uns in spielerischer und grafischer Hinsicht sehr beeindruckt. Wenn ihr euch eine Xbox 360 zulegen wollt, solltet ihr euch die Abenteuer der wandlungsfähigen Elfe am besten gleich dazu kaufen. Weitere Infos zum Spiel findet ihr in unserem großen Test im Heft. Okay.